Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Ich habe da hinten oben was Blaues gesehen, aber ich glaube, das ist nur Alexit. Ich suche nämlich wieder mal nach einem Teleporter so nebenbei. Ach Gottchen, da kommen schon irgendwelche ekelhaften Insekten, auf die ich gar keinen Bock habe. Also es ist halt ein Kreuz, ne, mit dem stärker werden müssen. Wo man schon fast keine anderen Optionen hat. Fall? Was war das? Fall? Wallfahrt. Wallfahrtschrein. Der vierte Schrein. Ich fühle mich gut. Ah, nicht schlecht. Aha. Okay. Da kann man beten. Das habe ich dann irgendwie beim ersten Mal übersehen. Da hängt da hinten Lava runter? Schaut so aus, ne? Gut, wir müssen auf jeden Fall da lang. So. Dab, dab, dab. Und hoffen, dass wir unser nächstes Item kriegen. Dann können wir das nämlich auch schon abgeben. Und kriegen dann als Belohnung einen neuen Gefährten. Ich bin mir sicher, der Einschlag des Meteors hat damals so manch einem die Socken ausgezogen. Ja, mitsamt die Schuhe. Na, wer bist denn du? Ein Reißer, das ist nicht gut. Reißer sind nämlich sehr stark. Naja. Vielleicht. Oh, Ray schafft das schon. Ja, das kriegen wir schon hin, wir zwei. So, da, 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 da. Oh, oh, das geht schon. Au. Also, ich stehe mich wieder so an. Ich hoffe echt, dass die Quest ordentlich Erfahrungspunkte gibt dann. Weil wir haben da Blut und Wasser geschwitzt. Ja. Das muss dann schon das... Au, das wert sein. Das hat schon auch, wo gar nichts passiert ist. Schon aus Gewohnheit. So. Na komm, geht schon. Au. Hey, das war so unfair. Das war jetzt nicht fair. Aber überhaupt nicht. So eine Frechheit. Aber der Ray hat auch nur ein Buttermesser, ne? Viel Damage bringt das auch nicht. Was der macht. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Darüber, ne? Oh Mann, ey. Da wollte ich noch beten, genau. Oder besser gesagt, wir haben gebetet. Machen wir das gleich nochmal. So. Dann wollte ich, dann habe ich getan, getrunken einen Trank. Dann sind wir hier lang und davon war dieser Dreckswühler, ne? Klatschen muss man fast, ne? Ach Gott, das ist echt lästig. Ich hoffe, dass ich bald ein Level abkriege. Das wäre super. Also Stufe aufgestiegen halt, ne? Ich bin mir sicher, der Einschlag des Meteors hat damals so manch einem die Socken ausgezogen. Also Kleischer, hoppala. Wow. Wow. Okay, die sind stark. Und gut. Kann ich hier oben mich heilen? Zumindest derweil einmal. Boah, Fleisch habe ich auch schon fast alles verbraten. Also, weggegessen, ne? Wo bist denn du, Sauber? Na. Was soll denn das? Ja, schön in Bobschi rein. Immer fester drauf. Alter. Dieser Drecksvogel, ne? Na, das habe ich nicht getroffen, okay. Hat ihn jetzt umgebracht. Du Mistviech. Ray, steh auf.
Alter, ich steh gleich nicht mehr auf. Ja, ja. Man, ist das scheißlich. Die Viecher sind stark, wirklich wahr. Das ist so ein Unterschied von Gebiet zu Gebiet. Echt krass. Ich habe da echt einen Fehler gemacht. Ich hätte wirklich auf die Intelligenz und das verzichten sollen und wirklich schauen, dass ich ein Haut drauf werde. Aber naja, was man hat, hat man. Boah, ist das Vieh schwer. Ich bin mir sicher, der Einschlag des Meteors hat damals so manch einen die Socken ausgezogen. Ja, ja. Ich muss kämpfen und nicht quatschen. Zack, zack, zack. Au. Au. Okay, merkst du es an mich selbst? Kleiner Heiltrank bringt sich gar nichts. So. Und das, was ich mache, bringt sich, glaube ich, auch nichts. Na, viel zu schwammig. Miese Gegend. Ganz miese Gegend. Ja, ja. Zack. Wie ist es für dich, ne? Irgendwie hat man das Gefühl, er kriegt überhaupt kein Damage. Dieses Händel da. Zack. Jawohl, endlich ist er hin. Ich denke, es gibt nur 40 Punkte, ne? Es ist echt hart. Aber naja, was soll's. Was man hat, hat man. So, also schön speichern wieder und weiter marschieren. Immer schön weiter, weiter, weiter. So. Wir wollen ja schließlich dieses Item kriegen. Oh Mann. Und die Gegend hier ist wieder super gut. Aha, aha, super gut besucht. Ich sehe schon. Da oben. Okay. Da irgendwo. Großer Mana-Trank. Elektroschrott. Ah, Gaurudium. Haben wir schon. Spielzeugauto. Den Ray nehmen wir auch mit. Da haben wir auch noch was. Wow. Energiezelle und Elixit. Gut, dann können wir wieder zurück. Ah, abenteuerlich, wirklich wahr. So, also hierhin zurück zum Konverter. Ja, bitte. Konverter von Edohan. Und dann rennen wir gleich wieder in den Konverter rein. Und gehen und gehen. Ja. Die Dinger sind mir unheimlich. Lass uns verschwinden. Alles gut. Halt, war da was? Tatsächlich. Eine Plasmazelle. Ja, raus da. Ich will diese Plasmazelle haben. Genau, danke. Haben wir noch was übersehen? Mit Sicherheit. Auf jeden Fall mal den Lift benutzen und so weiter, ne? Na. Geht nix? Ah, jetzt. So, rein da und rauf da. Miep, miep. So. Der nächste. Miep. Geht schon? Na. Aber jetzt. Und Schalter drücken. Und so geht es immer weiter. Bis wir ziemlich weit oben sind. Eigentlich ganz oben. Denn dort steht der Kerl. So. Und sprint, sprint, sprint. Dap, dap, dap. Das schaffen wir in dem Part. Super. Warte, hier ist er, genau. Mäh. Da liegen immer noch die Leichen rum. Schön. Sehr stylisch. Achso, die Szene zur Dekoration. Mhm. So, dann müssen wir, glaube ich, hier rüber. Darüber, genau. Nein, warte.
doch, war schon. Nein, doch. Oh. Tap, 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 tap. Dann, genau, genau, genau. Dann war das schon hier. Muss man hier rauf. Genau. Und hier und da und so. Und da müsste stehen. Servus, Herr Falk. Wegen der Elektroteile. Wegen der Elektroteile? Ja. Ich habe dieses hydraulische Gelenk gefunden. Ich habe dieses hydraulische Gelenk gefunden. Bemerkenswert. Ein synthetisches Gelenk auf Titanbasis, das einen menschlichen Arm imitiert. Wir gleichen den Maschinen mehr, als dass wir uns unterscheiden. Das habe ich schon immer gedacht. Irgendwo, irgendwie fehlt dir ein paar... Was, Prozente? Was? Wie gemein. Das habe ich schon immer gedacht. Nicht wahr? Die Maschinen und wir entwickeln uns beide in die gleiche Richtung. Unsere Motorik, Fähigkeiten und sogar unsere Ziele ähneln sich. Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Und eines Tages wird es eine Symbiose geben. Sag bloß. Ja, ich habe etwas von dem Spezialmetall Corrodium. Ich habe etwas von dem Spezialmetall Gaurudium. Ein erstaunliches Element, nicht wahr? Nicht so interessant wie das Elex. Aha, einen Moment. Verrate mir, ob du jemals abhängig warst. Versuchst du mich gerade mit deiner Suggestion zu beeinflussen? Das geht dich nichts an, das obere. Versuchst du mich gerade mit deiner Suggestion zu beeinflussen? Nun, ja. Seltsam. Warum funktioniert es nicht? Weil du nicht so gut bist, wie du denkst? Vielleicht bin ich etwas aus der Übung. Hier ist dieses hochleistungsfähige CPU-Dingens. Hier ist eine hochleistungsfähige CPU. Wunderbar, dass uns diese Technik aus der alten Welt nicht verloren gegangen ist. Wusstest du, dass der Computer erst vor mehreren hundert Jahren von den ersten Menschen erfunden worden ist? Nein, das wusste ich nicht. Oh ja, und sie waren elektromechanisch und äußerst störanfällig. Ach, was du nicht sagst. Woher kommt dein Interesse an dieser Technik? Woher kommt dein Interesse an der Technik? Ich finde den Ursprung der technischen Entwicklung seit jeher faszinierend. Das muss wohl daran liegen, dass die Kleriker einen besonderen Bezug zu den Maschinen haben. Wir bauen erstaunliche Kampfmaschinen und hervorragende Laserwaffen. Aber ich will dich damit nicht langweilen. Das ist nett. Schon gut. Zurück. Na, Miniatur-Elex-Batterie. Da kannst du auch was haben. Hier hast du eine Miniatur-Elex-Batterie. Eine herausragende Erfindung des neuen Zeitalters. Manch einer würde so einiges geben, um sich diese Energie einfach einzuverleiben. Dann runter damit. Ein Trank wäre mir lieber. Meh? Dann runter damit. Kalan, bewahre! So hatte ich das nicht gemeint. Reinste Verschwendung eines solch seltenen Fundstücks. Ich habe persönlich keinerlei Interesse an Elex. Das höre ich nicht häufig. Wir Kleriker schwören auf die Reinheit. Ich habe es bloß einmal unwissentlich zu mir genommen. Ach so. Und um ehrlich zu sein, hat es mir nicht viel gegeben. So, so. Na dann, du hast jetzt alles, was du wolltest, oder? Du hast jetzt alle Elektroteile, die du wolltest. Ich stimme zu. Damit müssen wir uns auf den Weg machen, um sie abzugeben. Hier, das habe ich während der Reise gefunden. Du hast sicher eine sinnvolle Verwendung dafür. Sag, wenn du bereit bist, dann gebe ich dir die Koordinaten. Wow, 2000 Erfahrung, das hat sich ausgezahlt. Dann lass uns deinen Auftrag beenden. Lass uns deinen Auftrag beenden. Gut, hier sind die Koordinaten. Je früher ich an meinem Bestimmungsort bin, desto besser. Wie sieht's aus bei dir? Wie sieht's aus bei dir? Ich beginne jetzt, vieles klarer zu sehen. Du bist ein sehr interessanter Mensch. Du verbirgst viele Geheimnisse. Das kann man dir ansehen. Ich denke, es wird für mich eine sehr lehrreiche Zeit an deiner Seite. Na dann. Jetzt ist die Frage, ob ich ihn mitnehmen muss. Warte mal kurz. Quest? Das wahrscheinlich, ne? Und wo ist das?
da drüben. Falks Bestimmungsort. Jetzt ist die Frage, ob wir ihn mitnehmen müssen. Zwingend. Weil ich bin mir dann recht sicher, dass ich Ray wahrscheinlich nie wieder finden werde. Denke ich mal schlimm. Naja. Was wollte ich jetzt? Dorthin, ne? Geht sich das aus? Freilich geht sich das aus. Schauen wir mal. Ob man jetzt mit ihm oder ohne ihn. Ich hätte speichern sollen. Mist. Egal. Ist schon zu spät. So. Dann laufen wir mal ein Stück. Wieder mal. So, lala. So, und dann müssten wir einfach nur die Straße lang normalerweise. So. Dann einfach geradeaus. Da vorne ist es wahrscheinlich schon. Wir könnten hier echt irgendwie ein Fahrzeug gebrauchen, muss ich echt sagen. Aha, da vorne haben wir schon ein Viech wieder. Das heißt, wir tun sie jetzt halt wieder speichern, bevor ich sterben tue. Was eh nichts Neues ist. So. Ray, bist du da? Ja. Ein Aasfresser. Zack, zack, zack. Wobei, wir könnten, wenn jetzt alle Stricke reißen, können wir zuerst versuchen, Ray's Quest zu erledigen. Weil ich glaube, da will ich seinen Bruder finden, wie das ging, ne? Und dann können wir ja Falk helfen. Aha, da ist auch wieder wer verreckt. Na, lass du das, du Bestratte. Au. So, du bist dran, Ray. Ich trinke mal was. So. Und... Oh, ist schon erledigt. Gut, passt. Bin ich auch zufrieden. So. Ein Outlaw. Und noch ein Outlaw. Passt. So, dann können wir das wieder speichern. Weil sonst, wenn ich sterbe, würde ich wieder alles verlieren. Das will ich nicht. Und los geht's. Tap, 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 tap. Na, da bin ich jetzt gespannt, ob das klappt. Da wäre ein einzelner Schakal, ne? Dann können wir uns eigentlich auch vorknüpfen. Jawohl, ich habe den ersten Schlag ausgeführt. Ich habe geschossen. Nicht schlecht. Zack. Und Ray gibt auch Vollgas. So, ist schön. Get you, Ray. Mach mal. Zack. Au. Zack. 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 Na super. Aua. Jawohl, erledigt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und das tun wir wieder speichern. So. Ach Gottchen. So, und dann spielen wir unser Glück weiter. Tap, tap, tap. Vielleicht finden wir auch wieder einen neuen Teleporter an. Das würde mich auch sehr freuen. Sehr, 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 sehr freuen. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Das war nicht so gescheit für mich. Oi, oi, oi. So, dann laufen wir mal ein Stück. Da hoffen wir, dass wir mit diesen Biestern da entkommen können. Oh, ruck. Da ist wieder was zum Beten. Darf ich beten? Na, schaut nicht danach aus. Dann rennen wir halt wieder ein Stück. Schnauf, schnauf. Oh Mann. Ich glaube nicht, dass wir da richtig sind. Oh Gott.
was ist denn das schon wieder für ein Ekelviech? Aha, da oben könnte man rauf. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ach, was du nicht sagst. Je mehr ich mich auf diese Kuppel konzentriere, umso mehr erinnern sie mich an meine letzte Freundin. Die hatte ähnlich große Glocken. Alter, was? Das ist nicht wirklich. Also. Ja. Echt, Männer. Wirklich. Typisch Mannsbild, wirklich wahr. Als ob ihr nichts anderes in der Birne hättet. Das sollen wieder Hundehütten sein, oder? No. Nicht solche Hundehütten. Das sieht irgendwie aus wie so eine Arena. Oh oh. Oh je. Was habe ich gemacht? Oh, die Bombe. Ach so. Das wollte ich gerade aber auch nicht erreichen. Ich dachte, die wollen ihn jetzt erschießen. Aha, okay. Oh oh. Sitzen. Hör auf. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte das ja gar nicht. Warum muss ich gegen das Viech kämpfen? Ich wollte das ja gar nicht. Okay, da rein darf ich nicht gehen. Wow, ey. Okay, der Part ist eh zu Ende. Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen gespoilert, ne? Bei der Hauptgeschichte ein bisschen weiter. Habe ich jetzt wissen können, dass das da ist? Okay, so ein Dreck. Musste irgendwie... Also wirklich. Jetzt läuft das so blöd, wirklich wahr? Naja, was soll's. Ich bin gerade vielleicht verwirrt, wie ihr merkt, und ich glaube, wir werden mal den Part beenden. Das wäre gesünder, denke ich mal. Und ich versuche jetzt einfach mal rauszukriegen, warum, ja, wie es hier halt weitergeht, ne? Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Entschuldigt die Überlänge. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ja, ich auch. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!